Der stark gefallene MotoGP Pilotenpoli ESP Argaro wird wahrscheinlich für die Monate scheitern. Zusätzlich zum Schock besteht auch grosse Probleme mit der Sicherheit auf der Rennstrecke in Portugal im TÜV-Zirkus. Matthias Dubach, Reporter Sport, die schlechte Nachricht, ESP Argaro wird wahrscheinlich im Monat ausfallen. Dies ist die Prognose nach Untersuchung im Krankenhaus der Stadt Faro, wo Katalane mit seiner Frau Carlota vom Hubschrauber geflogen wurde, mehrere Wirbelfrakturen zurück. Es ist immer noch unklar, ob eine Rückenoperation erforderlich ist. Ein Vorfall im Wintertest zusätzlich zu dem Schock hat die Sicherheit auf der Algarve im Fahrerlager der portugiesischen Rennstrecke auch grosse Schwierigkeiten. Aufgrund der ungeeigneten Schotterbetten, die bereits ein Los um über den Pre, Oison, Test und einen schweren Sturz von Fabio Dei Giannonio zu sprechen. Der MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia tobt, die Schotterbetten sollten einen gefallenen Fahrer verlangsamen. Aber sie beschleunigt den Polen. Darüber hinaus fehlten seine Auswirkungen auf die Bande der Flugzeuge, die den Aufprall hätte dämpfen können.